3000 dpm, 160 Alpha, 19 Schuss die Minute und das in einer Nachladezeit von knapp 3 Sekunden. Genau, heute geht es um den E25, der jetzt im Premium Shop ist und mit dem will ich euch zeigen, was man so machen kann. Im Vergleich werdet ihr ihn sehen mit einem Kometen oder anderen ähnlichen Panzer. Bis gleich. So, meine Lieben. Normalerweise kennt ihr das nicht von mir, dass ich direkt mit dem Gameplay anfange. Bei diesem Panzer dachte ich mir einfach, ich zeige euch schon mal ein Gameplay, um zu zeigen, was das kleine, dreckige Ding denn schon kann. Ich bin hier als Stufe 7er in einem 8er Spiel. Und was hier schon mal passiert, ist einfach nur krass. Ich sag's schon jetzt, es wird ein kurzes Spiel. Der Damage, der dazu aber zustande gekommen ist, einfach nur abartig. Wir haben hier einen Bergpanther 2, der rauskommt und jetzt könnt ihr euch zählen. Einer. Und der geht auch durch. Zwei. Da gehen so, jetzt geht's weiter. Also wenn ihr jemanden schon erwischt auf offener Fläche mit diesem Panzer, auch wenn ihr eine Stufe darunter seid, dann sieht es nicht besonders gut aus für den Gegner. Und wir sehen, es ist einfach noch One-Shot. Wir haben noch kaum was gefressen und das Spiel ging gerade mal 30 Sekunden. Und das Ganze wird sich durchs ganze Spiel so weiterziehen. T29. Ich bin wieder geschlossen, weil ich einen wahnsinnig guten Totalwert habe. Und hier geht einfach Schuss nach Schuss rein. Ich kann in kürzester Zeit mit diesem kleinen Reload wahnsinnig viele Schüsse geben, die nicht nur penetrieren, sondern auch noch wahnsinnig genau sind. Ich kann es mir auch erlauben, anhand vom Speed immer wieder ranzufahren und hier auch präzise Schüsse mir zu erlauben. Und da sehen wir es. Eben mal wieder gehen die Schüsse rein. Dieser junge Mann hat Glück gehabt, dass er ein Repair-Kit dabei hat, sonst wäre er permagedrackt geworden. Gegner, der einen Fehler macht, wird einfach wahnsinnig viel damit bestraft. Und immer wieder, sie raffen es nicht und werden als 7er auch nicht ernst genommen. Und ihr seht einfach hier, was für eine Wahnsinns-DPM die Karte hat. Natürlich, es ist kein Turm vorhanden. Aber ihr dreht euch so schnell, dass man den Turm dadurch kompensieren kann und sich mit Kometen, T62 Alphas und ähnliches anlegen kann. Eine Karre, die man aggressiv spielen kann, die einfach nur Spaß macht. Als Stufe 7er nicht der einfachste Panzer zu spielen, aber er macht wirklich, wirklich Spaß. Ich kann ihn empfehlen, da er sowieso aus dem deutschen Baum ist und eher eine seltene Karre im Grund mehr. Ihr wisst, ich bin sehr kritisch gegenüber Premiums. Und ein Premium, der 28 Euro kostet, sowieso. Aber im Endeffekt muss Spielspaß da sein. Und das haben wir mit der Karre auf alle Fälle. Andere 7er Premiums, ihr seht es mal einfach nur als Vergleich, was mit ihnen passiert. Innerste kürzeste Zeit, wenn ihr sie alleine erwischt und die Mobilität habt ihr, sind sie in kleine Einzelteile. Auch probieren sie einem zu facehacken. Aber ihr kriegt die Kanone so gut runter, wie ihr das im Trailer gesehen habt, dass es kein Problem ist. Und schon ist der nächste geplatzt. So verläuft das Gefecht. Eine Ecke klären und an die andere Ecke ranfahren. Und immer wieder schießen und schießen. Ihr habt's gemerkt, das Spiel ist noch keine 3 Minuten gegangen. Und wird auch keine 3 Minuten mehr gehen. Denn hier habe ich schon das nächste Ziel, was ich beschießen kann. Ein 3 Minuten Gameplay, also als Einstieg, um zu zeigen, welche Vorteile diese Karre mitbringt. Ich glaube, das machen wir öfters zukünftig. Nur damit wir wissen, wovon das wir sprechen. Das sind 3753 Schaden unter 3 Minuten. Eine wahnsinnig krasse DPM, weil man die Chance hatte, sich so zu positionieren und schnell genug war, an jede Ecke ranzufahren. 3753 Schaden und die Schüsse saßen auch noch. Und das Ganze in einem 8er Gefecht. Ich denke, dieses Video sollte durchaus erklären, zu was dieser Panzer denn imstande ist. So, weiter geht's mit den Stats. Da sind wir nun also, so wie wir es kennen, bei Blitzstars. Der E25, um den es heute geht, der wird verglichen mit zwei Karren. Dem Type 62, Premium Panzer, leichter Panzer der Chinesen und ein Komet, den es nicht als Premium gibt, der Briten auf Stufe 7. Jetzt kann man direkt schon mal sagen, hey Rippi, wart doch mal, die beiden haben ja einen Turm. Richtig, aber ich finde einfach nichts Vergleichbares. Ein Jagdpanther wäre zum Beispiel so langsam, dass er einfach nicht mithalten kann. Wir werden natürlich vom Zubehör heute auf Ansetzer, Stabi und so weiter, so wie ihr es immer kennt, genau gleich bei allen dreien. Proviant haben wir das gleiche und Feuerkraft messen wir heute auf APCR und Heat oder auf AP und Heat, je nachdem wie es halt ist. Und da kommen wir schon zur ersten Sache, wo ich bereits im Gameplay angetönt habe. Nur damit ihr es wisst, wir haben hier eine DPM von knapp 3000. Das heißt, dieser Panzer ist in der Lage, 3000 Schaden in einer Minute zu schießen.
Wenn wir einen Type 62 haben, der wirklich auch bekannt ist, dass er eine gute DPM haben, dann sind wir bei 2500. Das sind ganze 17% weniger. Der Komet, der dafür bekannt ist, dass er absoluter Überreißer bezüglich DPM auf seiner Stufe ist, hat hier 2850. Nur damit ihr etwa wisst, wo wir hier so gelangen. Viele Stufe 10 Panzer sind in der gleichen Ebene. Es gibt sogar gewisse Mediums, die sich in der ähnlichen Range und das auf Stufe 10 befinden. Als wäre das nicht schon genug, gucken wir uns mal die Durchschlagskraft an. Wir haben APCR als Standardmunition, was von der Fluggeschwindigkeit schon mal extrem viel ausmacht, aber das seht ihr danach. 194 Durchschlag auf Stufe 7 auf der normalen Munition. Ein Type 62 mit 145 und Komet mit 148 befinden sich hier eher auf einer normalen Ebene. Wir haben dafür ein Alpha von nur 160, etwa gleich wie beim Kometen. Deswegen, wenn ihr 1:1 Austausch macht, müsst ihr immer aufpassen, denn das ist eigentlich ein Durchschnittsalpha, aber viele der Achter, wenn ihr zum Beispiel im Achter-Spiel drinne seid, werden euch auseinanderklatschen. Die Feuerrate und die Nachladezeit ergibt sich natürlich aus der DPM, aber 19 Schuss die Minute, das ist schon echt hart. Das sind 3,2 Sekunden Reload. Ich meine, das ist ein Autoloader, nur halt ohne Ladetrommel. Kaliber 75, etwa ähnlich wie der Komet. HE-Einsatz braucht ihr sowieso nicht probieren, denn das ist nicht der beste. Aber wir haben hier eine Mündungsgeschwindigkeit von 1150. Das bedeutet, wie schnell das die Kugeln dann auch fliegen. Wenn wir den Type angucken, der hat auf AP nur 800. Das sind ganze 30% weniger. Und beim Kometen sind es nur 785. Und das kombiniert mit der schlechten Durchschlagskraft, da steht der E25 schon viel, viel besser da. Wenn wir das Ganze mal angucken auf Heat bzw. APCR, dann haben wir immer noch 2531 Schaden die Minute. Da steht ein Type 62 immer noch schlecht damit, 2125, und auch der Komet hat ganze 5% weniger. Als wäre es das nicht schon genug. Der Type 62 ist dafür bekannt, dass er eine Wahnsinnsdurchschlagskraft hat von 250. Das bringt der E25 nämlich auch mit. 250 Pen auf Stufe 7, damit lässt sich sogar auf Stufe 9 so ziemlich alles penetrieren. Echt krasse Werte für so einen kleinen Flitzer. Wenn wir bei der Einzielzeit sind, geht das Ganze so weiter. Wir haben 1,12 Einzielzeit und das merkt man im Game auch. Ihr seid so wahnsinnig gut und schnell eingezielt. Das müsst ihr auch haben, denn ihr werdet euch damit viel in Bewegung befinden und auch aus der Drehung rausschießen. Wir haben hier eine Streuung von nur 0,27. Auch das ist viel, viel besser bei einem Type 62 oder einem Kometen. Aus der Bewegung haben wir da allerdings eine größere. Haben wir hier eine größere. Was sollte ich sagen? Entschuldigung. Aus der Bewegung haben wir eine größere Streuung. Das ist leider nicht gut, denn wir werden uns, wie gesagt, viel in der Drehung befinden. Wir haben hier 8 Grad Gun Depression, das ist mehr als beim Type 62, und 15 Grad Elevation. Auch damit könnt ihr arbeiten. Mit 8 Grad kann man wirklich gut arbeiten. Da kann der Komet natürlich durchaus performen, denn der hat ganze 12 Grad Gun Depression, ist aber auch eins der Medis, der die beste Gun Depression hat in-game. Den Schwenkbereich der Kanone, da wir nicht den 360 Grad Turm haben, beziehungsweise gar keinen Turm, befindet sich auf 12 Grad. Weiterhin nicht schlimm, denn wir können uns wirklich mit der kompletten Wanne wahnsinnig schnell drehen. Geschwindigkeit 65 km/h vorwärts. Eine Geschwindigkeit, die nicht nur auf Platte steht, sondern ihr durchaus auch erreicht. Der Type 62 ähnlich schnell hier mit 60. Beim Kometen merkt ihr dann absolut den Geschwindigkeitsunterschied. Natürlich haben wir 770 Motorleistung. Das bedeutet, dass wir wahnsinnig schnell auf Geschwindigkeit kommen und das sehr wichtig ist, weil wir oft die Position tauschen müssen. Das Leistungsgewicht ergibt sich natürlich dadurch. Die effektive Leistung ebenfalls. Der Bodenwiderstand hier sehr, sehr wichtig, obwohl hier sehr hohe Bodenwiderstandswerte sind von 1,2 bis 1,8, müssen wir dazu sagen, dass das in-game nicht wirklich bemerkbar ist. Die Wanne hat eine Drehgeschwindigkeit von 44 Grad. Das bedeutet, ihr seid zwar immer noch schlechter als ein Type 62 oder ein Komet. Klar, der Komet hat einen Grad weniger, aber dafür einen drehbaren Turm. Aber es reicht immer noch aus, um euch nicht zirkeln zu lassen. Ihr könnt euch immer noch absolut schnell drehen. Beim Kreditkoeffizienz ist es tatsächlich so, dass wir 148% haben. Ist ein Mittelwert für einen Premium-Panzer. Der Type 62 bringt ganze 8% mehr.
Das stimmt. Allerdings werdet ihr in der Lage sein, mit dem E25 im Schnitt weniger. Ihr habt eine viel, viel bessere APCR-Standard. Durch das Kraft werdet weniger Premium brauchen und dadurch gibt sich dieser Kreditkoeffizienzunterschied. Denn ihr werdet beim Teil 62 schon ab und zu mal auf die Premium zugreifen müssen. Was wir natürlich hier haben, ist eine Sichtweite von nur 253. Das ist für einen Type 62 sehr schlecht und auch der Komet macht euch um Weiten länger auf. Aber ihr habt auch einen wahnsinnig guten Tarnwert. Leider haben wir nur Schadenspunkte von 1600, das heißt Hitpoints, Lebenspunkte von 1600. Wir sind TD und wie gesagt, die reichen völlig aus. Ihr könnt euch halt aus der Distanz kämpfen. So. Dann die Wandpanzerung 50, 30, 30. Die ist natürlich besser als beim Type 62 und schlechter als beim Kometen. Aber ich sag's euch ehrlich, da wird sowieso alles durchkommen. Denn die Karre lebt nicht von einer Panzerung. Wenn wir das Ganze mal so angucken, die letzten 30 Tage bzw. die letzten 90 Tage haben ihn 825 Spieler gespielt. Es ist tatsächlich so, dass der Teil 62 trotzdem viel, viel besser gespielt wird und der Komet schlechter. Aber ihr seht das hier, wir haben hier trotzdem mehr mittlere Schaden als ein Kometen und ein Schadensverhältnis von 1,5. Das ist bei allen drei Panzern wirklich gut. Die Winrate 55. Es sind ganze 5% Unterschied gegenüber dem Type 62. Ja, der Type 62 ist immer noch der Maßstab aller Dinge. Warum das so ist? Der hat einen drehbaren Turm, Leitarnwert ist genau gleich schnell. Allerdings ist der E25 meiner Meinung nach Spaßfaktor technisch gleich mit dem Type 62 und vielleicht für manche von euch auch noch spannender, weil er ein TD ist und ihr euch damit eure TD-Skills hochprügeln könnt. So, ich hoffe, ich habe genug erzählt. Ich habe mich versucht, kurz zu halten. Gesamttechnisch gibt es zu sagen, Gun ist besser als bei beiden. Beim E25 ist die Gun besser als beim Type 62 und Kometen. Er hat mehr DPM, mehr Durchschlagskraft, hat keinen Turm, ist schwieriger zu spielen und wird im Schnitt ein bisschen weniger gut gespielt. So, gehen wir weiter zu einem weiteren Gameplay. So, wir gehen hier einfach nochmal in-game und ich will euch so ein bisschen zeigen, was da so machbar ist. Wir sind als Stufe 7 in einem Stufe 8er Spiel, wobei wir nur ein T28 und eine Su-101 haben. Im Gegnerteam Dracula, ein Panther, ein Bulldog, die uns sehr gefährlich sein können. Deswegen sollte man wirklich aufpassen, wie man mit der Karre unterwegs ist. Und eigentlich, wenn ihr alleine wegfahren wollt, müsst ihr doch bedenken, dass die Hitpoints nicht allzu weit ausreichen. Wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist wirklich ein guter Premium-Panzer. Nein, ich wurde von Wargaming nicht dazu angestiftet, den als gut zu verkaufen, sondern ich habe diese Karre auf dem CC-Account und der bereitet mir einfach eine Menge Freude. Was ich hier versuchen will, ist zu spotten. Und dann wieder weg, denn für mich macht es gerade keinen Sinn. Und jetzt seht ihr das, was ich gemeint habe, wie schnell das die Karre wegkommt. Trotzdem habe ich Turbo dabei. Innerhalb von Sekunden haben wir die 50 bis 60 km/h durch. Ich konnte spotten, kriege aber dafür ein bisschen Schaden rein. Davon muss ich halt ausgehen. Ich fahre hier weg, denn für mich macht es, wie gesagt, mit meinen Hitpoints keinen Sinn, mich auf kürzester Distanz zu kloppen. Ich bin über die Flanken stark. Ich muss DPM einsetzen können, ohne dabei wirklich gesichtet zu werden. Und das gestaltet sich eben manchmal ziemlich schwierig. So, wir haben also hier ein T29 und das wird mein erstes Opfer. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid wie so eine Hyäne, die alleine auf Beutezug ist. Ihr wollt die dicken kleinen Tiere, damit ihr euch nicht weglaufen könnt. Und lasst den Spaß beginnen. Das ist also mein erstes Opfer hier, der T29. Ich will mir auch eins einschenken lassen, damit habe ich kein Problem. Aber das ist gerade ein bisschen speziell. Aber ihr habt es vorhin im Video gesehen. Normalerweise gehen die durch. Ich bin nicht bereit, noch einen weiteren Schuss zu fangen. Denn ich dachte, dass der Helsing ihn rausnimmt. Aber ich werde hier meine zwei Schüsse anbringen können. Und auch der Helsing wird noch geladen haben. So. Das ist also die Spielweise, die ich bevorzuge in diesem Panzer. Sneaky-mäßig probieren, wie so eine Ratte außen rum zu fahren. Ja, das will ich haben. So ein 101 da hinten. Ist ein Achter. Trotzdem haben wir nicht wirklich Probleme, den zu penetrieren. Und jetzt hat der Panther natürlich hier die Eier gefasst, um mich dann rauszunehmen. Hier ist die außenrum kommt und hier wieder das gleiche Spiel. Ich will eigentlich wieder abhauen und wieder von der Flanke kommen. Denn was man nicht sieht, kann man nicht beschießen. Das ist bestimmt was, was ihr euch merken solltet auf diesem Panzer. Der Bulldog da oben. Ja, man kann es ja versuchen aus eurer Fahrt. Die Schüsse sitzen nicht immer. Aber ich bin schnell genug, immer helfen zu gehen. Und somit konnte ich mich jetzt schon zweimal aus Situationen befinden, beziehungsweise rausschleichen, wo man mit anderen Panzer gestorben wäre, weil die nicht so mobil sind. Also,
4 gegen 3, ich muss hier trotzdem noch weiterhelfen. Kriegen wir vielleicht bei dem noch einen Schuss rein, denn die Gun ist ja genau unlucky gewesen. Getroffen habe ich ihn. Sind noch die beiden, hier kann ich sehr wahrscheinlich vom Busch gut arbeiten. Wenn die erst dann noch ein bisschen zurückfährt, sollte der mich eigentlich nicht aufkriegen. So sieht's auch aus. Der kriegt mich tatsächlich nicht aus. Wo bleibt der Panther? Er weiß, woher dass ich schieße. Ich bin aber nicht auf, aber ich habe Angst, dass er mir einen Blindshot gibt. Jetzt bin ich aufgegangen. Ich hätte den Busch nicht verlassen sollen. Ich warte einfach, bis ich wieder zu bin. Ob er der immer noch auf mich wartet? Ich weiß es nicht. Ja, tut er. Er hat tatsächlich versucht, hier blind reinzuschießen. Ihr seht, ich bin noch nicht gespottet, ne? Aber davon muss man halt ausgehen teilweise. So, ich würde sagen, das ist mal wieder so ein Spiel, was zeigt, was die Karre für ein Potenzial hat. Und vor allem hat das gerade so ein bisschen mein Spielstil damit wirklich gut gezeigt. Ich habe hier 2040 Schaden gemacht, das ist absolut okay. 40.000 Credits mitgenommen. Man hat, oft ist man damit Top Damage. Wir gehen hier nochmal schnell rein und ich zeige euch, wie ich die Karre fahre. Ich bin jetzt 11 Gefechte damit gefahren, 81er Winrate, alle davon habe ich alleine gemacht und 2460 Schaden gemacht. Also, ihr seht, ich hatte durchaus die eine oder andere Runde, wo wirklich viel Damage dabei entstanden ist. Ich hatte aber auch ein, zwei Runden, wo ich wirklich kaum Damage geschossen habe. Das kam meist dadurch, dass du einfach irgendwo ranfährst und du unterschätzt, wie wenig Hitpoints du hast. Du hast eine gute DPM, aber andere 7er Medis haben sie eben auch und die sind genauso schnell. Deswegen immer aufpassen. Hinfahren ja, aber wegfahren sollte man auch wieder. Ihr dürft keinen faulen Spielstil haben mit diesem Panzer und deswegen kriegen die ihn alle nicht hin. Ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass der keinen Turm hat, sondern vielmehr, dass er die wenigen Hitpoints mit sich hat. So, wir haben hier nochmal auf Canyon. Das ist für mich nicht die beste Map, aber er lässt sich als alles einsetzen. Ich kann als Light spotten gehen damit. Ich kann damit snipen gehen, denn die Gun ist gut genug. Und ich kann damit auch mit Heavys irgendwas ausbrauen. Wir fahren hier trotzdem in die Mitte, so wie ich das immer mache. 3,2 Sekunden Reload. Da gibt es andere Autoloader, die haben 3 Sekunden zwischen den Schüssen. Das ist schon echt krass. Und wir sind ganz sicher auch ziemlich schnell da. Bergauf 55 km/h, das geht schon mal gut. Und auch Gun Depression technisch, hier seht ihr es, ich komme runter mit der Gun, ne? Ich komme wirklich runter mit der Gun. Ich will da was spotten. Hallo Gegner, seid ihr da? Von daher gehe ich eher davon aus, dass die da drüben sind. Und auch hier Gun Depression, ne? Das ist schon krass. So, bin zwar gespottet, aber ist okay. Nein, bin nicht mal gespottet, Entschuldigung. Hier dem noch eine reindrücken. Das wäre nicht nötig gewesen. Vielleicht kriegen wir noch weitere Schüsse. Ein TD mit guter Gun Depression. Ist das nicht geil? Gute Einzielzeit. VK 2801 ist kein schlechter 16. Aber ich würde es ihm nicht empfehlen, hier mit Rippy sich ein DPM-Duell zu liefern. Wir haben sogar genug Zeit, um rauszufahren bei den meisten Karren und wieder reinzukommen. KV-13, der darf es natürlich auch wissen. Ist für mich völlig okay. So, da ist im Gegnerteam auch ein E25. Die werdet ihr in dieser Zeit auch ein bisschen mehr antreffen. Aber das geht schon, klar. KV-13, ich hab dich gesehen, mein Lieber. Das war schlecht gamed. Und hier seht ihr es, ne? Das ist eben genau das, was hier passiert. Ich habe noch 410 Hitpoints und ich habe mir vielleicht bisher zwei Fehler geleistet. Irgendwelche Trades, die ich nicht eingehen durfte. Müssen wir halt aufpassen. Nehmen wir den raus, das wäre wichtig. Sehr schön. Teamabhängig, ja. Ich gehe jetzt mit dem AT-7 hier mit, beziehungsweise AT-8. Ich will, dass der T-34 dort drauf schießt, nicht auf mich. Der KV-13 hier hinten ist echt lästig. Ich will es echt wissen, was, ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. So. Kollege Nummer 1 und auch KV-13, weißt du was? Ich und du, wir werden keine Freunde heute. Aus der Fahrt, adieu Mathieu. Weiter geht's. Zurückgezogen, ganz schnell über eine Flanke gefahren. Uiuiui. Kamerad Schwungrad, was zum Teufel machst du? Und ihr seht, wie schnell das die Karre dreht. Ne? Das war jetzt mal wieder so, der fährt an mir vorbei, Topspeed. Eine Spick und ich kann mich so schnell drehen, wie es nur geht. Deswegen könnt ihr dadurch probieren, den Turm zu kompensieren. Aber ich will da noch ein bisschen Schaden holen. Das war jetzt nicht die beste Schadensrunde. Der will natürlich... Wo will der hin? Der will auf die AT-8 fahren. Na, 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 mein Lieber. Wow. Schönen Schuss hat er mir hier gesetzt. Hat er gut gemacht.
trotzdem so ein Flying Spick, der wird es eh nicht überleben. Also das Spiel ist auch gewonnen. Ich denke, ich konnte so ein bisschen zeigen, wo es darum geht. Immer wieder muss man aufpassen, dass man wegfährt, auch wenn ich das schon 15 Mal gesagt habe. Aber der Panzer hat wirklich viel Potenzial. Deswegen genauso spielabhängig. Hier geht es darum, wie viel Potenzial hast du als Spieler selber und was kannst du damit machen, denn die Karre wird dir alle Grundvoraussetzungen geben. Hier nochmal 1800 Schaden, in nicht der besten Map und auch mit einigen Fehlern drinne, aber trotzdem nochmal 40.000 Credits mitgenommen. So. Ich hoffe, ich konnte euch die Karre ein bisschen näher bringen. Sagt mir doch in den Kommentaren, wie ihr das Ganze findet, dass ich teilweise Gameplays auch zu Beginn schon reinhaue und was vor allem eure Meinung ist vom E25. Wir sehen uns bald wieder im Livestream. Bis zum nächsten Mal.